Ja, das war aber ein bisschen lubig von dir, Kollege Jeff. Also, ich bin sehr erstaunt, dass Jeff Kaplan es einfach nicht hinbekommt, so gut zu fahren. Oh, und da mache ich direkt einen Fehler. Alter Schwede, das war richtig scheiße. Ja, servus meine Lieben und Mädels. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge The Crew 2. Und ja, in der letzten Folge haben wir mal so ein paar Rally-Raid-Rennen gemacht. Und heute, wie ihr schon an meinem Auto und an meinem Thumbnail natürlich wieder seht, heute werden wir mal ein paar Touring-Car-Rennen machen. Habe ich mal gerade Bock drauf. Ich habe mal Bock, den Ding jetzt hier besser zu equippen. Den Mercedes. Willkommen zu einer alten Familientradition, dem Bishop-Familienrennen. Drei Generationen von Clarence Bishops, alle in einem Wettkampf. Sie sponsern es jedes Jahr. Und einer von ihnen gewinnt immer. Wie wäre es, wenn du mit dieser Tradition brichst? Ich denke mal, das werden wir hinkriegen. Auf jeden Fall. Oh, vor mir steht ein Superleggera als Touring-Car. Mega nice. I need this car. I need it. Oh, und I need this car. Go. Ich sollte das Jubeln hier wohl überlassen. Ja. Wir schauen das schon. Wir gehen das schon hin. Wir sind in Utah-Rennfahrerweg. Sondern hier ins Utah-Rennfahrer. Nun, das muss ich mal erzählen, dass ja wirklich Touring Car meine Lieblingsrennen sind quasi. Also, ich habe schon öfters erwähnt, ich mag Formel 1 nicht wirklich, aber mir gefällt Touring Car einfach viel, viel besser. Warum gefällt es mir besser? Weil die Autos meistens sehr seriennah aussehen, finde ich. Das ist einfach ein optischer Effekt. Ich finde die Rennen einfach viel cooler dann. Mir gefallen diese Formel 1 Autos nicht, sondern das immer alles für die Pussykarren sind. Sobald du auch nur irgendwie da mal was kaputt machst, ist sofort irgendein Aerodynamikteilchen ist im Arsch und die Aerodynamik ist nicht mehr da und der Wagen ist voll scheiße und so. Deswegen, persönlich mag Formel 1 Rennen nicht so wirklich. Die Leute sind ja wirklich sehr hart stellenweise. Einfach so. Das war nicht so geil. Also mal voll ins Kiesbett. Das war nicht so geil. Da habe ich Scott voll ausgedrängt. Aus dem Weg. Ja, komm mal schon hin. Wir müssen drei Runden fahren mal wieder. Wieso es uns eine Prozentanzeige gibt. Wieso haben sie die Prozentanzeige nicht einfach nur für Sprintrennen gemacht und für normale Rennen einfach normale Runden einfach um anzeigen? Ist doch viel einfacher. Nee, wir programmieren nur eine Sache. Müssen wir nur eine Sache programmieren. Ist viel leichter. Wir machen einfach alles in Prozenten, weil das cooler ist. Ja, das war aber ein bisschen lubig von dir, Kollege Jeff. Also, ich bin sehr erstaunt, dass Jeff Kaplan es einfach nicht hinbekommt, so gut zu fahren. Oh, und da mache ich direkt einen Fehler. Alter Schwede, das war richtig scheiße. Alter, der ist direkt hinter mir. Jeff! Nein! Lass mich, Jeff! Ich fahre, glaube ich, gerade echt beschissen. Kann das sein? Ohne Witz. Ich muss mal vielleicht wechseln wir nochmal gerade in die Ansicht. Oder er sagt in die. Die habe ich eben scheiße genommen. Die habe ich jetzt besser genommen auf jeden Fall. Ein bisschen Noss hier. Ich war schon etwas besser, weil ich die Kurve einfach die Kurven besser sehe. Ich weiß, dass ich gerade wieder so ruhig bin, aber ich will das Rennen hier gerade mal gewinnen. Auch schon wieder zu verlieren hier. Ja, ich nehme die Kurven nicht gerade gut, ne? Ich nehme die Kurven immer am engsten Punkt. Dabei musst du vorher an den äußersten Punkt, bevor die Kurve beginnt. Ich nehme die gerade echt nicht so gut, merke ich. Aber auch natürlich, weil ich die Strecke nicht kenne, ne? Ist klar.
Ja, und damit haben wir dann ganz easy gewonnen. Oh, ich muss bremsen, das reicht schon wegen. So, alles klar. Erster, Baby. Ja, fast wieder Kult 5. Bis jetzt haben wir es wirklich fast in jeder Folge geschafft, immer einen Kultrang zu kriegen. Ich hoffe, das werden wir so weiter fortsetzen. Wenn ja, werden wir eine ganze Menge Folgen brauchen, bis wir auf Level 500 sind. Oder 600 sogar. Habe ich bis welchem Kultrang es geht. Und, ja, dies war das erste Rennen. Dies war natürlich nicht schlecht. Aber wir werden direkt das nächste machen. Aber vorher natürlich, genau, Performance einbauen. Die sind besser. Das ist besser. Das ist gleich, das ist gleich. Das ist das Beste schon. Und hier haben wir noch mal bessere Federn. Sehr schön. Eine Menge Teile mittlerweile. So, weiter geht's. Touring Car. Was haben wir hier? Zurück zu den Wurzeln. Wir haben wahrscheinlich jetzt alte Fahrzeuge sehen. Das ist eine Rückschau. Eine Chance, zu den Ursprüngen zurückzukehren. Über die Zukunft dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen. Die richtige Balance zu finden ist wichtig. Und dazu ist manchmal Oldschool angesagt. Cool. Alter, geil, mit so einem alten SLR. Ist das cool. Leider sagt SL 500 ist das ja. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ach, guck mal, die haben alle denselben. Aber cool, dass alle in einer anderen Farbe starten. Das ist schon mal nicht schlecht. Und bei einem Regenrennen, leco mio. Doppelt anspruchsvoll hier. Ich fände es cool, wenn die Autos mit den Top-Verzierungen fahren würden. Das wäre cool. Ich liebe es, an Oldtimern wie diesem rumzuschrauben. Weißt du warum? Keine nervigen Computer. Richtig. Nur ich und die Maschine. Das ist ja das, weswegen viele auch so gerne mit Oldtimer zu tun haben, weil das ist ja wirklich nur Mechanik, die du hast. Da ist nichts Elektronisches dran an so einem Auto. Oder wenig Elektronik. Elektronik ist meistens echt scheiße. Ich glaube, wir wechseln für dieses Rennen mal hier auf die Ansicht. Ich hoffe, du glaubst nicht, dass es einfach wird, nur weil das hier ein Oldtimer ist. Es gibt keine Servolenkung, darauf solltest du vorbereitet sein. Denn um diese wundervolle kleine Bestie unter Kontrolle zu halten, musst du alles geben, was du hast. Ich merke das schon, vor allem halt in dem Regenrennen, das ist richtig behindert. Muss man mehr auf die Strecke unten achten. Es gibt einen Grund, warum die Leute solche Rennen lieben. Nur Können und Stahl, kein Schnickschnack. Mal schnurstracks gerade gefahren, einfach mal abkürzen bis zum Abwinken. Scheißegal, Hauptsache zum Vorteil für mich hier. Gibt hier keine Regeln. Dann wird hier nicht bestraft, wenn man hier abkürzt. Hauptsache ich gewinne. Soweit es mich betrifft, sind das die wahren Rennen. Und alles andere ist nur Beiwerk. Es ist auf einfache Weise elegant. Keine Tricks, keine Gimmicks. Hier zeigt sich der wahre Rennfahrer. Ja, keine Tricks, deswegen habe ich auch eine Nitro-Einspritzung. Ist klar, keine Tricks. Schön abkürzen hier überall. Ja, die Kurve ist immer ein bisschen extrem am Ende, weil die ist nicht so in der Linie drin. Und das schon so schön gerade durchfahren kann. Aber man sieht, ich bin schon was besser jetzt besser dabei. 800 Meter. 4 Sekunden vorne. Das reicht auf jeden Fall locker. Jetzt werden wir natürlich jetzt keinen Mist mehr bauen. Das dürfte funktionieren. Und damit haben wir dann gewonnen. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Sehr geil. Aha. Bin voll im Weg. Ich nerve voll. Oh. Oh, warte, das sind Teile.
Die nehmen wir natürlich mit. Sehr schön. Neues Fahrzeug verdient. Oh, cool. Was denn? Den jetzt? Oh, cool. Nice. Das ist ja cool. Also, ah, okay, ich verstehe mittlerweile. Also das Symbol, was ich auf dem, ich nenne es mal Thumbnail sehe, das gewinne ich. Cool. Geschichte ist ein permanenter Wandlungsprozess. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Es gibt so viel, worauf wir stolz sein können. So viele große Rennen und große Fahrer. Dieses Erbe macht uns zu dem, was wir heute sind. Und zeigt uns, was wir morgen sein werden. Egal, was sich ändert. So, so. Die Debatte, die uns spaltet, ist mit wenigen Worten erklärt. Auf der einen Seite sind die Modernen, die glauben, dass wir uns anpassen und Neues ausprobieren müssen, um mehr Zuschauer anzulocken. Auf der anderen sind die, die Unrecht haben. Neue Wasserpunkte im Kultpunkte-Dienst da verfügbar. Alles klar. Cool, jetzt haben wir ein neues Auto. Jetzt bin ich mal gerade mal gespannt. Mal, Moment mal. Jetzt gucken wir mal gerade. Natürlich bauen wir hier die Teile ein. Das ist natürlich logisch. Natürlich ein Auto pushen hier. Nee. Ah, lol, das ist schlechter. What the fuck? Alter Verwalter. Okay. Moment. Aber den passt, ne? Ach, guck mal, siehst du nämlich hier. Zack. Zack. Na, hier nix. Da hier. Zack. Und zack. Schon ist die Karre mal eben besser wie der. Wie der hier, oder? Na, fast. Können wir denn was einbauen? Ja, guck mal hier, besseres Getriebe. Alter. What the fuck? Nice. Jetzt besser? Ne, 252 haben wir mit dem. Okay, alles klar. Und zwar, pass auf. Ich will mal gucken. Und zwar, wo kriegen wir denn als Fahrzeuge? Hier gibt es keinen. Zumindest ist es nicht so sichtbar. Ist auch keinen. Ja, auch nicht. Hier. Auch nicht. Und mal hier. Da gab es den Mercedes. Ja. Nee, hier auch nicht. Hier auch nicht. Was gibt es hier vielleicht? Nee, da nichts. Hier auch nichts. Ah, ich glaube hier nicht. Okay, Boote. Haben wir uns noch überhaupt nicht gemacht für sich gerade. Powerboot rennen wir noch gar nicht. Vielleicht kriegen wir das Boot da. Vielleicht kriegen wir das da. Das kann sein. Hier haben wir jetzt 7 bekommen gerade. Vielleicht heißt das etwas, dass wir da vielleicht ein Flugzeug kriegen, aber ich glaube eher nichts. Und hier können wir nicht viel gewinnen, also von daher, gut, okay. Gut, dann war es das hier schon, dann haben wir das schon erledigt alles. Okay, ja, dann egal. Dann würde ich sagen, wir trotzdem weiter mit dem nächsten Rennen. Und zwar jetzt haben wir das hier. Jersey Shibunch Cup. Shiba? Ja, egal. Was da steht, auf jeden Fall. Die Strecke wird Moment. Vor dem nämlich den Wagen andreht, ich will lieber den haben. Also schnall dich an und raus mit dir. Halte einfach die Vorderräder auf Linie und die Hinterachse folgt von allein. Keine Sorge, ich mach die Heizung für dich an. Okay, 20.000 Bucks und 3.000 Follower kriegen wir, alles klar. Probieren wir mal. 3 2 LOL, Schneerennen. LOL, ein Schneerennen. Nicht dein scheiß Ernst. Alter, guck mal. Ich zieh sogar Riesen hinter mir her. Alter, ein Schneerennen. Das ist ja wohl mal mega. Alter, wie geil ist das denn bitte? Alter, wie gut der Schnee aussieht. Das ist ja mega cool. Und Achtung. Schön eng nehmen. Ausbeschleunigen. Okay, ist das nur die Speedway-Strecke? Das wäre natürlich cool. Ja, gut, das ist tatsächlich nur die Speedway-Strecke. Das heißt, es geht nur ins Rund. Also quasi so ein bisschen wie IndyCar oder NASCAR.
Da waren wir zu schnell für außen. Aber wow. Das war knapp. Das war saumäßig knapp. Ja, geht lang, ne? Also, eine Runde sind, glaube ich, knapp 15% oder sowas. Oder sogar vielleicht genau 10%. Und dann müssen wir jetzt gerade noch eine Runde gemacht haben. Ich glaube eher dann doch nicht. Ja, wie der Schnee hinten auf dem Auto ist, ne? Das ist ja voll geil. Nur eine Sekunde sind die hinter mir. Das ist ja Wahnsinn. Oh, Sven ist online. Die Transfusion. Zwei Sekunden. 3 Sekunden mittlerweile. Sehr gut. Läuft auf jeden Fall alles. Sorry, dass ich wieder so still bin, aber ich will mich hier hoch konzentriert. Vielleicht will mich hier hoch konzentrieren. Weil die Rennen sind nie so leicht, finde ich. Die Touringcar-Rennen. Wo ich die gerade ganz gut abziehe da hinten. Die Jungs. Wieder 3 Sekunden. Sieht schon cool aus mit dem Schnee. Sieht schon sehr nice aus. Ich sehe auch gerade, hier gibt es auch eine Ideallinie. Ne? Guck dir das mal an. So fahren die nämlich alle. Boah, okay. Probieren wir mal genau Ideallinie zu fahren, genau wie die. Aber ich krieg das gerade nicht so richtig hin. 70%. Zu schnell. Das war nicht so gut. Come on. Wäre jetzt super ärgerlich, wenn ich vorm Ende nochmal abrutsche. Das wäre mega. Also das wäre mega scheiße. Dass ich wegrutsche. Das ist schon geil gemacht, ne? Vor allen Dingen auch mit dem Schnee auf dem, oder mit dem Wasser quasi auf der Kamera. Das ist schon cool gemacht. Ich mag so Effekte. Das ist schon echt cool. Gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass du natürlich selber in dem Rennen auch wirklich drinne bist. Oder dass du wirklich aus der Perspektive wirklich, dass die Kamera halt aus der Perspektive wirklich filmt in dem Rennen drinne. Das ist schon echt cool gemacht auf jeden Fall. Okay, die letzte Kurve. Letzte Kurve. Jetzt geht mein Handy schon wieder an. Wann ist das Ziel? Nice. Gewonnen. Sehr, sehr cool. Ein Rennen im Schnee, das ist ja mega geil. Das war echt cool, das Rennen. Das war echt cool. So richtig im Schnee. Karre ist richtig dreckig und so. Sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Hat mir sehr gefallen, das Rennen. Sehr, sehr nice Rennen auf jeden Fall. Die Karre ist voll dreckig. Alter Schwede, guck dir das mal an. Wie dreckig die Karre ist. Boah, okay, jetzt ist leider Matsch geworden, aber gerade eben war es noch Schnee, schade eigentlich. Machen wir wieder live eine Thumbnail mal so in der Episode hier. So, das war der Thumbnail für heute, Leute. Habt ihr jetzt gesehen, wie ich das wieder gemacht habe? Irgendwie, da mache ich das mal gerne so im Let's Play. Denke ich nicht. Also mache ich natürlich sehr gerne. Überholen. Achso, ja. Ich muss hier mit einem anderen Spieler... Ich muss hier einen anderen Spieler überholen. Das heißt, hier müsste noch ein anderer fahren, wenn ich hier das Bild mal kriege. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich müsste das, wenn schon, mit einem Kollegen oder so machen, den ich einlade oder sowas in der Richtung.
Mein Bruder hat das Spiel ja, ich werde das wahrscheinlich mal mit dem mal versuchen. Ja, auf jeden Fall war doch wieder eine sehr geile Folge. Auf jeden Fall haben wir mal wieder ein bisschen Dingens. Oh, wir haben 200.000 Abonnenten geschafft. Oder 200.000 Follower. 200k Abo Special können wir jetzt machen. Im Spiel zumindest. Und ja, damit würde ich sagen, Leute, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren und vergesst die Glocke auf jeden Fall nicht, meine Lieben, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier im Street-Hauptquartier wieder, denn wir kaufen uns vielleicht mal wieder ein Auto in der nächsten Folge. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss!